Sowjetische Kampfjets am Himmel über West-Berlin. 1966 ist das Normalität. Wir haben gerade hier am Würstchenstand gesessen und Würstchen gegessen. Ja. Und plötzlich kam hier so eine Düsenmaschine mit so einem roten Stern auf uns zu. Ein Flugzeug verunglückt und stürzt in den Stößensee. Außer den Piloten kommt sonst niemand zu Schaden. Sofort nach Bekanntwerden des Unglücks alarmierte die Westberliner Feuerwehr 5 Löschzüge und eine größere Anzahl von Unfallwagen. Im Übrigen wurde sofort die höchste Alarmstufe gegeben und eine unübersehbare Zahl von Rettungsfahrzeugen stellten sich im benachbarten Waldgelände in Bereitschaft. Britisches Militär sorgt für die Bergung des Wracks. Sowjetische Offiziere sind auch vor Ort, dürfen aber nur aus der Distanz beobachten. Sie können nicht verhindern, dass die Überreste der modernen Maschine in britische Hände fallen. In der Stadt kritisiert man nun massiv die Übungsflüge wegen ihres hohen Risikos. Dennoch erlaubt sich Willy Brandt eine Geste der Dankbarkeit gegenüber den Unglückspiloten. Wir können davon ausgehen, dass die beiden die Gefahr eines Absturzes in dicht besiedelte Wohngebiete erkannt und deshalb in Absprache mit ihrer Bodenstation die Maschine in den Stössensee gesteuert haben. Dies bedeutete den Verzicht auf die eigene Rettung. Ich sage das in dankbarer Anerkennung des Opfers, durch das eine Katastrophe vermieden wurde.